hallo, ich filme heute mit der Kamera von meinem Papa, deswegen vorab nicht wundern, wenn das mit dem Fokus irgendwie nicht hinhaut, weil der hat eine Spiegelreflex und ja, bei mir ist der Akku leer, ich wollte aber das Video jetzt abdrehen, deswegen habe ich mir schnell seine geliehen. Das Video ist ein Douglas Haul, ich habe nochmal bei Douglas bestellt, weil das über die Facebook-Seite einen Gutscheincode gab, wo man so eine Shoppingbag von Roberto Cavalli gratis dazu bekommen hat. Und ja, die wollte ich unbedingt haben, weil die hat mir so gut gefallen und bei sowas werde ich dann immer schwach und habe mir was bestellt. Und zwar nicht viel, aber ich habe so eine ganz, ganz schöne Lidschattenpalette entdeckt, die ich euch zeigen wollte. Und ja, dann fange ich jetzt mal an und war so groß und ich hatte echt voll den Schock, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, was hast du bestellt? Aber das Paket ist nicht mal ein Viertel ausgefüllt und es ist irgendwie nur so groß wegen der Tasche. Ich fange als erstes an mit der Tasche und zwar schaut die so aus. Und ja, ich packe die mal schnell aus, damit ihr die besser seht. So schaut sie aus und ja, das ist so ein Shoppingbag und hier ist halt das Cavalli-Logo dran. Und ich fand die einfach super hübsch und ja, weiß noch gar nicht, für was ich die nehme. Ich finde sie fast zu schade für Einkaufssachen da reinzuschmeißen. Ich glaube, die kann man auch gut so nehmen. Oh, ich sehe gerade, da ist noch ein Pröbchen drin. Oh, schön. Da war noch ein Cavalli-Pröbchen drin von dem Parfüm. Übrigens, wenn man den Gutscheincode angegeben hat, konnte man sich dafür keine Pröbchen aussuchen. Also, schätze, das war dann das Pröbchen und die Tasche dafür. Aber das macht nichts. Und ja, hier hinten steht auch das Logo von ihm. Und ja, ich fand die Tasche einfach echt super schön. Ich schreibe euch den Code unten in die Infobox rein, wenn jemand noch was bei Douglas bestellen will. Der Code gilt noch. Und ja, ich finde die Tasche ist echt wert. Ich finde sie einfach echt super schön. Und ja. Dann habe ich mir ein Parfüm bestellt und zwar von Soap & Glory und es schaut so aus und die Verpackung ist schon so unglaublich hübsch. Und ja, ich habe so viele Parfüms, aber irgendwie kann ich nie aufhören. Und ich habe das gesehen, da sind ja rechts immer die Werbeanzeigen und da habe ich gesehen, dass es eben ein neues von Soap & Glory gibt. Und habe ich mal drauf geklickt und dann fand ich die Beschreibung so gut, es stand wieder Pfirsich dabei und Apfel und Jasmin und das ist halt echt voll meine Richtung. Und dann habe ich es mir auch gleich bestellt. Und es schaut echt so hübsch aus. So schaut die Flasche aus. Das spiegelt jetzt arg. Die ist so metallisch. Also ist wie ein Spiegel. Und ja, da steht Soap & Glory drauf. Und hier ist noch so ein Anhänger gebimselt. Das kann man dann eben aufmachen. Und oh, es riecht so göttlich. Also es riecht echt gut. Ich habe zwar Angst gehabt, weil Parfüms nicht riechen und bestellen, wenn man nicht weiß, eben wie der Duft ist, ist echt schwer. Aber das riecht so lecker. Es erinnert mich ein klein wenig das Just Cavalli, dieses in Schlangenoptik, so hat es eigentlich auch gerochen oder riecht es. Ich habe das ja auch. Es ist also, finde ich, ein Dupe dazu, aber ja, nicht wesentlich billiger. Also das, aber das sind 50 Milliliter und ich hole mal schnell die Rechnung raus. 50 Milliliter kosten 24,95 und ich glaube, bei dem Cavalli kosten 30 Milliliter 30 Euro. Also es ist schon günstiger. Es riecht einfach so gut und ja, ich fand es so hübsch und auch die Verpackung und deswegen habe ich es mir gekauft. Dann habe ich mir noch einen Essilack gekauft und zwar wollte ich ein bisschen dunkleren jetzt für den Herbst, für die Füße oder für die Hände. Übrigens habe ich meine Gelnägel ab. Ich mache die jetzt mit diesem Essence Gel Nail at Home, deswegen brauche ich eh eine Menge Nagellack. Wenn ihr wollt, kann ich euch ein Video abdrehen über dieses Gel Nails at Home. Es gibt zwar schon viele, aber ja, ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben. Wenn ihr es wollt, dann mache ich es für euch. Und ja, so ist jetzt mein Ergebnis. Ich habe jetzt so New Tone drauf. Meine Nägel waren auch ziemlich kaputt unter dem Gel-Nägel-Video. Unter den Gel-Nägeln, aber da mache ich mal ein extra Video drüber. Und ja, das ist der Nagellack. Schaut so aus und ist so ein... Hat es jetzt ein bisschen Licht so spiegelt. Es ist ein dunkles Braun bis Schwarz mit leichtem Lila-Stich und die Farbe heißt auf jeden Fall Luxedo und ist echt ein wunderschöner Herbstton, finde ich, für dunkel. Und der kostet ganz normal 7,95. Oh, und als letztes noch zwei NYX-Sachen oder NYX, ich weiß nicht so genau, wie man es ausspricht. Und zwar einmal einen Lippenstift und zwar ist der Matt Lipstick und schaut so aus und es ist ein... matter Korallton und ich fand die Farbe so schön und die Lippenstifte sind nicht so teuer. Der kostet 6,95 €, ist mein allererster NYX Lippenstift und deswegen wollte ich ihn unbedingt haben. Ja, ist matter Korallton und sehr dezent und ich finde die Farbe echt wunderschön und deswegen habe ich mir den gekauft. Dann als allerletztes eine NYX
Eyeshadow-Palette und ich wollte zuerst eine andere, weil es da war das Dupe drin zu diesem MAC Kupferton und ja, aber die war total ausverkauft und irgendwie wollte ich dann schon gar keine mehr kaufen. Dann habe ich durch Zufall diese hier gesehen und sie schaut so aus und heißt 5 Colors Shadow the Caribbean Collection. Und ja, ich hole sie euch mal raus, sie ist echt traumhaft schön und die Farben sind einfach mal alle Farben, die ich immer so benutze. Ja, ich bin begeistert und so schaut die Palette aus, also wie auf der Verpackung mit der kleinen Palme drauf und ist ganz schwarz. Und ja, innen schaut sie so aus und die Farben sind einfach so traumhaft. Und hier hat sie so einen kleinen Spiegel, da ist meine Kamera, und zwei so Applikator, die Dinger, aber die nehme ich sowieso nicht. Und ja, ich swatch euch mal schnell die Farben nacheinander. Die Farben hier mal geswatcht auf meiner Hand, so schauen die aus. Und ist jemals nur mit einmal reingegangen, also die sind sehr, sehr gut pigmentiert. Ich halte es euch mal drunter, damit ihr es seht. Das sind die Farben. Und ja, die Palette ist einfach echt so geil. Also das sind echt die Farben, die ich am allermeisten benutze. Und ich habe mich so sehr gefreut über dieses Rostfarbene, weil ich das unbedingt, diesen Ton unbedingt haben wollte. Und ja, die Palette ist echt ein Traum. Also ich habe mich sehr, 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 sehr über die gefreut. Und die Palette kostet 8,95 €. Also es ist echt ein super Preis, da kann man nichts sagen. Und ich freue mich jetzt schon, mich mit der zu schminken. Und ja, das war es eigentlich schon. Das Ganze zusammen hat 43,80 € gemacht. Und ich habe, glaube ich, noch einen Gutscheincode abgezogen. Genau, ein Online-Rabattgutschein von 5 €. Also das war echt ein sehr, sehr guter Einkauf. Ich schreibe euch die Rabattcodes beide unten in die Infobox, falls ihr bestellen wollt. Dann lohnt sich das auf jeden Fall. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!